So, Matura ist in 32 Tagen, glaube ich, weil heute ist der 31. März und am 2. Mai ist die erste schriftliche. Das heißt, ich sollte jetzt dann einmal schön langsam zum Lernen anfangen. Das glaube ich, werde ich dann ab morgen angehen, dass ich wirklich jeden Tag was tue. Morgen ist Freitag, das heißt, es passt ganz gut. Das einfach durchziehen jetzt die paar Wochen. Und ich habe einfach so das Gefühl, das ist einfach meine Hoffnung, dass wenn ich wirklich jetzt jeden Tag was mache, vor allem für meine Problemfächer, dann muss ich das durch zumindest aber positive Noten ausgehen bei der Matura, oder? Das hoffe ich halt wirklich und mit der Motivation werde ich auch lernen. Es ist arg, dass das nur mehr jetzt ein Monat ist. Auf einmal sind es dann nur mehr 2 Wochen und dann nur mehr 1 Woche und dann nur mehr 3 Tage und dann auf einmal morgen. Also, wenn man so drüber nachdenkt, das ist irgendwie so. Da kriege ich ja schon Panik. Ich werde mir jetzt einhängen und ich habe nächste Woche, das ist die letzte Woche vor die Osterferien und eigentlich die letzte richtige Schulwoche, weil nach die Ferien, es hat zwar geheißen, der Stundenplan bleibt aufrecht, aber das ist anscheinend eh normal, dass man dann nur mehr zu den Stunden kommt, die man halt braucht. So, also einfach die Fächer, in denen man maturiert. Außer du willst die in Volkswirtschaft einsitzen, was bei uns keiner maturiert. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ja, das heißt, da hat man dann eh die Stunden dazwischen, wo man dann frei hat, kann man auch schon wieder zum Lernen hernehmen. Weil nächste Woche, eben die letzte Schulwoche, wo dann auch Notenschluss ist von dem 10. Semester, da habe ich nur 3 Sachen. Natürlich sind das so Tests, die jetzt nur gemacht werden in Mathe, Rechnungswesen und ja, Case Studies für Zwischennoten, dass man sie verbessern kann. Bei mir halt, ja, wie immer, dass ich positiv wirke, weil ich eigentlich auf dem Fünfer in alle 3 Sachen stehe. Und das möchte ich halt schon verhindern, weil ich habe eh genug Prüfungen dann nur, so Semesterprüfungen bzw. Parkplatzprüfungen heißen die. Die, wo es dann, weiß ich nicht genau wann, irgendwann Ende April sind, nämlich eh vor der Matura, ziemlich knapp. Und ja, das ist eben dann die letzte Chance, dass man so eine Prüfung macht und positiv wird für das jeweilige Fach und Semester. Und sonst darf man nicht zur Matura antreten. Und da habe ich eben schon, ich habe ja den Überblick schon verloren. Ich habe schon einige Sachen da zu machen. Mathe von der 4. Klasse aus dem 8. Semester ist es dann. Habe ich eine. Die habe ich übrigens schon 2-mal versucht und habe es nicht geschafft. Dann jetzt aus der 5. erstes Semester Mathe, Rechnungswesen und ich glaube auch Case Studies. Sind schon mal 4. Und dann von dem Semester, ich hätte jetzt nur die Chance nächste Woche, dass ich mir die alle noch ausbessert und wirklich positiv bin in dem Semester. Dann warten es halt 4 insgesamt. Und sonst, ja, 7. Weil mit den 3, wo sie eben, ja. Aber wirklich, ich denke mir das jetzt so, ich sehe das als Chance und ja, sagen wir so, ich kann mir jetzt einreden, dass das ein Vorteil ist für mich, weil ich dann das so kurz vor der Matura nur einmal lernen muss, weil ich eh nicht auskomme. Ich muss ja lernen und muss die Prüfungen schaffen, dass das dann schon voll die gute Vorbereitung für die Matura ist und dass ich deswegen dann vielleicht mal leichter tue bei der Matura oder so, also dass ich das Wissen dann nur ganz aktuell in meinem Kopf habe. Das ist wirklich so, was ich mir jetzt denke, weil man muss sich das irgendwie schön reden oder einfach ein bisschen motivierend alles gestalten, weil sonst kannst du es gleich vergessen eigentlich. Ich habe mir eben gedacht, vielleicht ab morgen, wo ich wirklich zum Lernen anfange für die Matura, dass ich vielleicht Social Media komplett einmal lasse und einfach wirklich so die Sachen, die installiere oder so. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich so, dass ich einfach von einer gewissen Zeit, die ich immer mir zum Lernen vorgib, an einem Tag, das Handy komplett weg tue. Es ist jetzt, also jetzt oder nie. Du musst jetzt einfach lernen. Du hast nur 1 Monat bis zur Matura und da musst du jetzt einfach alles einstecken. Die ganze Energie und Kraft und Nerven. Es ist echt traurig. Eigentlich will ich das gar nicht. Aber es ist halt so. Und dann ist eh ein für alle Mal vorbei.
Und dann kann ich mich voll da drauf konzentrieren und reisen, hoffentlich. Einfach in ein paar Länder und Sachen anschauen. Das, was ich halt schon immer da wollte. Das Coolste war ja eigentlich, wenn man so, das sieht man jetzt schon immer öfter, so, wo so Jugendliche auch nach der Matura so einen Van haben, mit dem sie dann herumfahren, der wo es einfach so umbaut ist, dass man drinnen leben kann. Und wo man dann in ganz Europa zum Beispiel oder so halt herumfährt und in verschiedene Länder. Das war halt auch echt cool, aber ich habe noch nicht einmal einen Führerschein bis jetzt. Also, außerdem tue ich generell nicht so gern Auto fahren. Aber ja, also ich habe jetzt nur ein paar Videos vorproduziert. Und das da werde ich jetzt vielleicht auch noch gleich dann schneiden, weil ich habe heute um viel über 11 Uhr ausgehabt. Aber ich habe mir gedacht, so heute werde ich jetzt noch nutzen, dass ich vielleicht eben ein paar Sachen vorproduziere. Ich sollte mir da jetzt gar keinen Stress machen wegen dem. Das ist jetzt wirklich ernst. Also wirklich, wirklich. Ich kann mich nur erinnern, in der zweiten Klasse oder so, ich dann auch schon mal alle so von der Matura geredet haben und da habe ich so gedacht, ja, ich fange sicher auch halbes Jahr vorher zum Lernen an, weil, oh mein Gott, Matura, das ist ja so eine riesen Prüfung und ist auch. Aber ganz ehrlich, auch wenn man das wollen hätte, dass man ein halbes Jahr vorher anfängt, wir hätten jetzt sowieso keine Zeit gehabt, weil wir haben so viele Schularbeiten in kürzester Zeit gehabt, dass man wirklich nur für die lernen müssen hat. Ja, natürlich, das ist auch Vorbereitung dann schon auf Matura, aber so richtig für die Matura lernen, wie es halt jetzt dann die nächsten Wochen bei mir der Fall sein wird, ist es dann auch nicht, weil du lernst ja trotzdem auf die Schularbeit hin und denkst dann nicht, ja okay, das lerne ich jetzt für die Matura, das ist jetzt das Kapitel und ja, na. Ja, ich glaube, das heißt dann mal Ciao YouTube für eine Zeit und Ciao alles andere. Ciao Leben, Ciao Freizeit. Oh mein Gott, ja. Aber es kann nicht so schlimm sein, ein Monat. Bitte, das muss man doch durchdrucken. Das werde ich auch machen.